Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Brick Funtime. Und heute haben wir das Lego DC Super Heroes Visual Dictionary Buch. Das hatte ich auch bei dem letzten normalen Batman Magazin Nummer 32 angekündigt. Und wir sehen auch dieses Buch, das ist, wie man so schön auf Deutsch sagt, ein richtiger Klopper. Ein riesiges Buch, das Ganze hier ist auf Englisch. Ich habe auch keine deutsche Variante gefunden, habe jetzt auf mehreren Seiten nachgeschaut. Vielleicht wisst ihr, ob es hierzu eine deutsche Variante gibt. Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber zurück zu unserem Buch. Wir sehen halt dieses Buch von der Firma DK. Wir bekommen hier eine exklusive Yellow Lantern Batman Minifigur. Sehr, sehr cool. Das Ganze sieht von hinten dann einmal so aus. Wie gesagt, leider alles auf Englisch. Wir sehen auch hier unten, der Preis ist auf Englisch. Und das Ganze hier ist aus dem Jahr 2021. Ja, und wie gesagt, ich habe es auf Deutsch nicht gefunden. Falls es eine deutsche Variante gibt und ihr da weiterhelfen könnt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Jetzt noch ganz kurz, wo habe ich dieses Buch hergefunden? Habe ich das Ganze auf Amazon. Ist auch dort verfügbar und kostet uns dann 20,33 €. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinken, falls nachher Interesse dran besteht. Dann würde ich sagen, wir schauen erstmal ins Buch hinein und danach schauen wir uns diese geniale Batman-Minifigur mal in groß an. Wir haben uns ja eben die Größe angeguckt im Verhältnis zu einem normalen Magazin. Es ist auch wirklich ganz schön dick, aber dazu muss man sagen, die Hälfte von diesem Buch ist einfach, ja, verschenkt. Da steckt halt unsere Minifigur drin, dementsprechend wird das ausgearbeitet. Und das ist wirklich, ich zeig's mal, da sieht man es, sogar mehr als die Hälfte von unserem Buch ist im Prinzip umbaute Luft mit Pappe. Nichtsdestotrotz schauen wir hier gerne mal rein. Ist wirklich klasse, so viel vorweg. Ich habe es natürlich schon vorab ein bisschen durchgelesen. Da merkt man auch, mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Vorab sehen wir ein bisschen, was wir hier bekommen. Das Ganze ist in 4 Kapitel unterteilt. Das Ganze ist nachher so aufgebaut. Wir sehen ein Set und das finde ich sehr erfreulich. Wir sehen von welchem Jahr, die Steineanzahl, die Minifigur und sogar die Nummer. Und vorweg gibt es eine kleine Timeline. Ich schiebe es mal ein bisschen an. Das erste, was wir hier dann sehen, ist aus 2006. Dann sehen wir halt verschiedene Sets. Wir sehen aber auch, wann die Spiele von Batman, also die Konsolen- bzw. PC-Spiele von Batman rausgekommen sind. Ein paar richtig coole Sachen hier mit dabei. Ein paar richtig coole Sets. Und die Timeline fängt 2006 an und geht hin bis zu 2018. Kapitel 1 sind dann unsere Superhelden und allein diese Aufmachung finde ich super genial gestaltet mit den Helden. Also es ist wirklich bildmäßig und die Zusammensetzung sehr genial. Mich haben die ersten paar Seiten absolut begeistert. Zum Beispiel hier sehen wir verschiedenste Batman-Figuren. Und dann fängt sie auch direkt an mit Sets. Hier ist leider nur ein Teil zum Beispiel von den Microfighters. War dann Batman vs. Killer Mod. Das Ganze ist 2017 erschienen. Dann haben wir die Nummer. 83 Teile und 2 Minifiguren. Und ich finde es ein bisschen schade. Hier sieht man halt immer nur eine Minifigur. Genau wie oben beim Flying Fox Batmobil. Da sehen wir auch, es gab 6 Minifiguren. Hier wird aber nur eine aus dem Set abgebildet. Finde ich dann schon ein bisschen schade. Die hätte man hier unten noch irgendwie mit dabei quetschen können. Seit hier haben wir dann nochmal das gesamte Set im Überblick. Und hier sehen wir dann im Prinzip doch noch alle Minifiguren, die dabei waren. Den Batman haben wir auf der anderen Seite schon gesehen. Wie gesagt, das Ganze so ein bisschen unterteilt hier. Batman in Flight, also Batman in Fluggeräten. Ich finde es halt wirklich beeindruckend hier von 2018, 2013. Und wir haben halt wirklich alle Hintergrundinformationen. Das Wichtigste ist halt wirklich einfach die Setnummer. Falls man wirklich absoluter Batman-Fan ist und man sagt, jo, ich möchte zum Beispiel genau das hier noch in meiner Sammlung haben, kann man halt speziell nach der Nummer einfach mal schauen, für wie viele diese Sets verfügbar sind im Internet. Da wissen wir ja auch, dass die Preise bei älteren Sets absolut in die Decke gehen können, ob es jetzt begründet ist oder nicht.
Bei anderen Sets hat man da noch relativ viel Glück und die Preise sind noch relativ human geblieben. Hier sehen wir die Batcave, die große aus 2016, dann hier nochmal in klein gehalten aus 2012. Und hier, das war glaube ich so, sind gar keine richtigen, ist glaube ich die Duplo-Variante aus 2017. Finde ich halt echt cool, jede Menge Hintergrundinformationen. Das Tolle ist halt, wir kriegen halt die Fakten mit, aus welchem Jahr, die Setnummer, die Steineanzahl und die Minifiguren. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen in den einzelnen Charakteren unterteilt. Hier Robin unter anderem mit dabei. Und dann sehen wir einfach, was ich richtig klasse finde bei DC bzw. Batman. Einfach die Art, wie oft sie diese Minifigur rausgebracht haben. Und jedes Mal sieht sie komplett anders aus. Und das finde ich halt richtig cool. Hier haben wir noch ein paar Freunde von Batman. Hier das Arkham darf natürlich nicht fehlen aus 2013. Wirklich ein so geniales Set. Über 1600 Steine. Und dann finde ich es einfach cool, wenn man sich im Nachgang nochmal anschauen kann, wenn man es schon nicht zu Hause stehen hat. Hier bei Superman dasselbe Spiel. Wir sehen unterschiedliche Minifiguren, unterschiedliche Anzüge. Finde ich halt sehr cool gemacht. Dass wir natürlich erstmal die Justice League durchgehen von den Charakteren. Aber nachher kommen noch ein paar mehr Charaktere. Hier Flash, Queen Lantern, Nightwing, Queen Arrow. Also hier ist wirklich so ziemlich alles dabei. Auch ein paar Charaktere, die man vielleicht jetzt nicht so kennt oder gerade bekannt werden, wie zum Beispiel Blue Beetle. Das ist ja auch eine ältere Minifigur, das Ganze hier. Jetzt aktuell ist ja der Film dazu erschienen. Bin mal gespannt, ob sie dazu noch ein Set rausbringen. Würde mich persönlich auf jeden Fall reizen. Kapitel 2 haben wir dann die Schurken. Und hier sehen wir es auch. Joker ist, glaube ich, auch so eine Minifigur, die es einfach in so vielen Varianten gab. Und jede einzelne ist einfach echt genial gemacht. Das Jokerland. Pinguin, Catwoman. Also rundum, ich finde dieses Buch wirklich sehr genial gemacht. Und für mich als Minifigurenliebhaber, ja, gibt es hier einiges zu entdecken, muss man einfach mal sagen, wie es ist, weil man auch persönlich nicht jedes Set kennt oder auch, wisst ihr vielleicht, selbst mal gern ein Set übersieht und das Ganze uninteressant findet und ein paar Jahre später ärgert man sich dann doch, warum man sich dieses ein oder andere Set nicht gekauft hat. Was sehr ärgerlich für mich persönlich ist, Lobo, einer meiner Lieblingscharaktere in DC, bin ich absoluter Fan, spätestens nach Lobos paramilitärische Weihnachten. Ein absoluter Fan dieses Charakters. Und ich glaube, diese Minifigur, weil hier ist das Set von 2018. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein weiteres Set mit dieser Minifigur gab. Ich habe sie leider nicht. Finde ich persönlich sehr schade. So, jetzt sind wir hier bei den Bösewichten angekommen. Kapitel 3, es geht noch kurz um Lego Movie. Und hier sehen wir wieder Disco Batman. Hat einfach so viele unterschiedliche Batman-Figuren rausgebracht, die wirklich alle auf ihre eigene Art und Weise wirklich sehr genial sind. Das Set 2018 erschien. Ich habe lange überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Warum, zeige ich euch. Wegen dem Batman-Anzug da unten und dem Robin-Anzug. Ich finde die zwei einfach so klasse. Aber ich habe es mir dann leider doch nicht geholt, weil es mir dann einfach doch zu teuer war. Nur wegen speziell zwei Minifiguren. Hier dasselbe Spielchen, The Batcave. Auch ein cooles Set. Und hier sehen wir am Rand so auch drei richtig coole Batman-Minifiguren. Beziehungsweise waren es ja nur Anzüge, die in der Ecke stehen. Ja, da ärgert man sich im Nachgang, warum man sich nicht einfach gegönnt hat zu dem Zeitpunkt. Dann sind wir fast durch. Das Ende möchte ich euch noch schnell zeigen. Wie gesagt, hier Harley Quinn, auch ein sehr cooler erstmal Charakter in den Film. Super umgesetzt, aber auch die Minifiguren von ihr. Jede einzigartig und wirklich immer genial gemacht. Sehr aufwendig bedruckt. Hier haben wir nochmal speziell die Movie-Minifiguren. Aber auch eine atemberaubende Minifiguren-Serie. Jetzt haben wir hier das letzte Kapitel, Behind the Scene. Also hinter den Szenen, da finde ich sehr beeindruckend. Hier sieht man im Prinzip, da wird die Minifigur erstmal mit Druck am Computer entworfen. Und hier Fragezeichen, more Fragezeichen. Also die Frage, ob wir noch mehr Details auf die Minifigur aufbringen. Und das haben sie wirklich gemacht. Also die Minifigur ist auch nochmal drin. Wenn man nachschlägt, sieht man einfach, dass sie noch mehr Details im Druck auf die Minifigur gebracht haben. Und finde ich schon sehr cool, auch mal hier sowas zu sehen.
wie gearbeitet wird. Nicht nur an den Minifiguren, hier sieht man dann auch, beziehungsweise wird auch ein bisschen beschrieben mit den Sets, dass sie entworfen werden und dann halt zusammengebaut und dann wirklich nochmal geschaut wird, ist das alles so in Ordnung. Ja, hinten halt nochmal der Index, also Inhaltsverzeichnis. Und das war dann das Buch. Wie gesagt, ich persönlich finde es sehr beeindruckend. Klar, es ist nur auf Englisch, muss ich mich auch noch ein bisschen reinfuchsen. Ist schon ein paar Tage her, dass ich wirklich viel Englisch gesprochen habe. So viel, wie gesagt, zum Buch. Jetzt schauen wir uns erstmal unsere exklusive Minifigur in groß an. Unsere exklusive Minifigur Yellow Lantern Batman. Die Beine sind gelb gehalten. Vorne halt noch mit ein bisschen schwarz bedruckt. Highlight ist ganz klar der Torso, auch in gelb gehalten. Vorne wie hinten richtig schön detailliert bedruckt, so wie wir es heutzutage kaum noch bei Minifiguren finden. Arme, Hände schwarz. Der Kopf ist wieder mit Wendegesicht. Hier halt ein gelbes Stirnband. Das halt, wenn wir die Maske aufsetzen, gelbe Augen durchblitzen. Zudem hat er noch einen schwarzen Umhang und ich finde auch den cooleren, schön mit den Spitzen. Und das ist auch wieder dieses leichtere Material, was sie für diesen Umhang benutzt haben. Ich finde einfach nur die Idee hinter dieser Minifigur genial und dass sie sowas umsetzen, wirklich bin ich sehr froh. Und von allen Dingen bin ich auch richtig froh, dass ich diese Minifigur nachher in meiner Minifigurensammlung präsentieren kann. Und dann fasse ich nun einmal hier zusammen, was wir heute hier gesehen haben in unserem Lego DC Super Heroes Visual Dictionary. Und zwar ein einfach geniales Buch über verschiedene Batman-Sets, was wirklich genial aufgebaut ist mit unseren Superhelden, unseren Bösewichten natürlich auch. Und dieses Buch, auch wenn es in Englisch ist, hat mir von vorne bis hinten richtig gut gefallen. Und zudem, wie schon gesagt, die exklusive Batman-Minifigur, der Yellow Lantern Batman. Eine wirklich geniale Minifigur, meiner Meinung nach. Das Ganze, meines Wissens, stand nur auf Englisch erschienen. Und das Ganze können wir erwerben, unter anderem bei Amazon, für 20,33 Euro. Wie gesagt, einen Link findet ihr dafür in der Videobeschreibung. Aber ihr wisst, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Buch und von allen Dingen, was haltet ihr von unserer Minifigur. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Horgi.